Regisseur Demme ist natürlich das Superhirn hinter dem Ganzen. Er hat sich dafür entschieden, den tatsächlichen Erfahrungen von Jung treu zu bleiben, trotz der Anreize, eine traditionelle Hollywood-Fantasy-Route zu verfolgen. Falls Sie es noch nicht wussten, George Jung wurde 20 Jahre nach der Erstveröffentlichung des Films in Hollywood zu einer Sondervorführung eingeladen, bei der die Produktionsfirma G2C Productions auch Jungs 76. Geburtstag entsprechend feierte. Der Film, dessen Titel eigentlich ein Slang-Ausdruck für Kokain ist, war eine Adaption, die sich einer gebrochenen Erzählweise bediente, die es erlaubte, zwischen den Zeiträumen zu springen. Laut Jeff Weiss von Deseret News führte dies dazu, dass die Drehbuchautoren Charaktere verloren und das Material war frei von Nebenhandlungen, die ihm mehr Substanz verliehen hätten. Folglich war die Entwicklung der Charaktere für einige eher oberflächlich und glanzlos. Aber Johnny Depp, der sich als Chamäleon in der Filmindustrie erwiesen hat, war in der Lage, das Wesen seiner Rolle vollständig zu erfassen. Er war fesselnder als der Film selbst und festigte damit seinen Ruf als erstaunlicher Schauspieler. Wohlgemerkt, das war noch vor der Aufrüstung Hollywoods und interessanten Drehbüchern wie in Fluch der Karibik. Davon abgesehen kann er jeden Film interessanter erscheinen lassen. Während er im Gefängnis sitzt, bittet er um einen Hafturlaub, um seinen Vater Fred zu besuchen, der in seinen letzten Zügen liegt. Ein Hafturlaub ist eine Beurlaubung, die einem Bediensteten einer Behörde oder Institution gewährt wird. Leider wurde ihm dies von seiner Mutter verweigert, so dass er schließlich seine letzte Nachricht für Fred aufnahm. Darin erinnert er sich an sein Tandem mit seinem Vater und an seine Zusammenstöße mit dem Gesetz. Er verstand schließlich, was Fred meinte, als er sagte, dass Geld nicht echt sei. Der Film endet damit, dass George sich vorstellt, dass Christina ihn endlich besucht hat, aber bis zum Tag des Films hat sie das immer noch nicht getan. Außerdem wurde ihm die Möglichkeit einer Bewährung bis 2015 verweigert. Der Film ist für die meisten von uns so nah dran, wie es nur möglich ist, die Höhen und Tiefen des Drogenkonsums zu erleben. Es beginnt mit neugierigen Experimenten, die zu einer Reihe von manischen Höhenflügen führen. Wenn Drogen im Spiel sind, gibt es für niemanden eine Ausnahme. Sie bringen die Psyche eines Menschen wirklich durcheinander, was sich auch auf seine Beziehungen auswirkt. Irgendwann später, wenn sie ein Plateau erreicht haben, stoßen sie an eine Wand. Dann bricht alles über sie herein und das Bedauern kommt durch die Tür herein. Ein weiteres Thema, das in diesem Film erforscht wurde, war, wie Familie und bedeutungsvolle Beziehungen in unserem Leben wirklich ins Spiel kommen. Ohne diese würde es so aussehen, als würden wir nur in einem Dunstkreis leben, ohne ein klares Ziel vor Augen. Sicher, Geld und Ruhm können uns vorübergehend Befriedigung verschaffen, aber sie bringen auch Verrat und ein drohendes Verhängnis mit sich, vor allem, wenn sie auf illegale Weise angehäuft werden. So hat sich das Leben von George Jung zweifellos abgespielt, eine Realität, die er nicht einmal für sich selbst erwartet hat und die aus seinem Wunsch, reich zu werden, resultiert. Die Besetzung war phänomenal, denn die Figuren konnten sich selbst darstellen. Vor allem Johnny Depp leistete hervorragende Arbeit bei der Verewigung von Jung. In einem Interview mit The Hollywood Reporter wurde Depp für seine Entschlossenheit gelobt, die Integrität der Geschichte zu bewahren. Er ging sogar so weit zu sagen, der Typ, Jung, ist genau hier, er lebt noch, also wenn Sie es nicht richtig machen können, dann können Sie Ihr Geld nehmen und es sich in den Arsch schieben. In dem Bestreben, ein neues Leben mit einer frischen Palette zu beginnen, genoss George ein halbes Jahrzehnt lang sein neu gewonnenes Leben als Zivilist. Die Dinge nehmen jedoch eine plötzliche Wendung, als Myrta, seine Frau, für ihn eine Feier zu seinem 38. Geburtstag vorbereitete. Seine früheren Freunde, die ebenfalls der Drogenindustrie angehörten, waren zu seinem Geburtstag gekommen, sogar Derek war anwesend, und er enthüllte George, dass Diego ihn ebenfalls ausgenommen hatte. Die Party wurde abgebrochen, als das FBI und die DEA zu einer Razzia kamen und George wieder einmal verhaftet wurde. Als Flüchtiger wurde sein Bankkonto von Manuel Noriega beschlagnahmt, der es zunächst unter Schutz stellte. Noriega war ein panamaischer Politiker und Militäroffizier, der auch im Drogenhandel ein Vermögen angehäuft hatte. Eines Nachts streiten sich George und seine Frau beim Autofahren, wobei Myrta ihn schließlich bei der Polizei verpfeift, die sie anhält. Daraufhin wird er für 3 Jahre ins Gefängnis gesteckt und sie lassen sich scheiden. Was ist mit dem kleinen Mädchen, das sie hatten? Nun, die 9-jährige Christina Sunshine Jung, Emma Roberts, wurde in die Obhut ihrer Mutter Myrta gegeben. An diesem Punkt begann der Niedergang eines einst ehrgeizigen Mannes. Nachdem er seine Strafe im Gefängnis verbüßt hatte, wurde George entlassen, hatte aber Probleme in seiner Beziehung zu Christina, seiner einzigen Tochter. Das Versprechen eines Urlaubs in Kalifornien, das die beiden miteinander teilten, war alles, was er brauchte, um wieder in die Spirale zu geraten.
Er versucht, mit einem letzten Deal genug Geld für die Reise zu verdienen, merkt aber etwas zu spät, dass er wieder einmal betrogen wurde. Schlimmer noch, es waren seine ehemaligen Freunde Dolly und Derek, die ihre Freundschaft gegen eine Entschuldigung für ihre Beteiligung an seinen früheren Taten eintauschten. Daraufhin wurde er in die Otisville Correctional Facility im Bundesstaat New York eingeliefert, wo ihm 60 Jahre Verbrechen vorgeworfen wurden. Wie wichtig ihm seine Familie ist, zeigt sich darin, dass ihm der Bruch eines Versprechens gegenüber seiner Tochter mehr zu schaffen macht als der Verrat und die Inhaftierung. Nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis traf sich George mit Diego in Cartagena, Kolumbien, und verstieß damit gegen seine Bewährungsauflagen, so dass sein Rücken erneut ins Visier der Polizei geriet. Sie trafen sich mit dem Kartellbeamten Cesar Rosa, um die Verhandlungen mit dem Schmuggel von 15 Kilogramm oder 33 Pfund zu besiegeln und guten Willen zu beweisen. Das Geschäft florierte, doch später wurde Diego von den Behörden verhaftet. Das war ein ziemliches Dilemma, denn George musste immer noch einen Weg finden, die verbliebenen 50 Kilogramm Kokain zu verkaufen, und so wandte er sich an einen alten Freund. Er nahm Kontakt zu Derek in Kalifornien auf und beide waren erfolgreich beim Verkauf ihrer Vorräte. Boston George geht dann nach Medellin, Kolumbien, wo er sich mit einem der Titanen des Drogenhandels, nämlich Pablo Escobar, trifft und ein Geschäft abschließt. Das ist ein Name, den fast jeder kennt. Diese Persönlichkeit ist so berüchtigt, dass eine ganze Serie von ihm inspiriert wurde. Von da an wurden Derek und George Escobars wichtigste Importeure in den Vereinigten Staaten und verdienten dabei Millionen von Dollar. Auf Diegos Hochzeit hatte George wieder einmal Herzklopfen, als er die damalige Verlobte von Cesar, Mirta, Penelope Cruz, kennenlernte. Später heiratete er sie. An dieser Stelle haben Sie vielleicht bemerkt, dass wir schon so weit in der Geschichte sind, aber wie kommt es, dass wir noch keinen sternbedeutenden Sternkonflikt hatten? Du hast es vielleicht gerade verflucht. Die Kolumbianer galten als Schwerverbrecher, und der Protagonist der Geschichte versuchte, seine Position zu sichern, indem er die Identität seines kalifornischen Mittelsmannes, eines ehemaligen Friseurs, Derek, verschwieg. Diego, ein mürrischer Mann, nimmt George übel, dass er dafür gesorgt hat, dass Dereks Identität geheim gehalten wird. Er setzt George unter Druck, damit er es ihm sagt. Doch bald darauf erfährt George, dass Diego sich von ihm abgewandt hat und aus seiner Verbindung mit Derek ausgeschlossen wurde. Während dieser Zeit hat die Frau des Hauptdarstellers bereits ein kleines Mädchen zur Welt gebracht und zusammen mit einem durch Drogen verursachten Herzinfarkt beschließt George, seine Verbindungen zum Kartell zu beenden. Als er jung war, wurde ihm eingeimpft, dass er nicht wie sein finanziell angeschlagener Vater sein wollte. Also verdienten George und Turner mit der Hilfe von Derek widerstandslos eine Menge Geld. Einige Zeit später trafen sie Kevin Dully, einen College-Studenten aus Boston, der zu Besuch war. Kevin erzählte ihnen von dem geringen Angebot, aber der hohen Nachfrage nach Marihuana im Osten. Als sein fischiger Freund George eine Frage stellte, machte es bei den beiden Klick. Thunfisch sagte, weißt du noch, wie wir uns gefragt haben, wie wir zu Geld kommen, wenn wir keine Arbeit haben wollen? So fing alles an. Der Plan? Marihuana aus Mexiko über das Gepäck ihrer Stewardess-Freundinnen zu importieren, die Damen waren vom Zoll befreit, was sie zum perfekten Geheimträger machte. Dann werden sie es an eifrige Studenten an den Eastern Colleges verkaufen. Anfangs waren sie erfolgreich, da sie von einem mexikanischen Drogenboss namens Santiago Sanchez geschützt wurden. Sie beschafften sich ihre Vorräte direkt aus Mexiko, und es war ein Millionengeschäft, das auf sich warten ließ. Bald wird die Hauptfigur reich sein, reicher, als er es sich selbst vorstellen kann. Doch nach 2 Jahren im Geschäft passiert etwas, das wir vielleicht sogar als kleinen Rückschlag in seiner Zeitlinie und als Segen betrachten könnten. Nun, zumindest für George. Er wurde erwischt, als er versuchte, 660 Pfund oder 300 Kilogramm Gras nach Chicago zu importieren. Er wurde zu einer 2-jährigen Gefängnisstrafe verurteilt. Es war fast unmöglich, seine Unschuld vor Gericht zu beweisen, und er kam auch nicht auf Kaution frei, um sich um seine krebskranke Frau Barbara zu kümmern. In der Tat trübte sich die Stimmung ein wenig, und Georges kalifornische Sonne wurde durch ihren Tod allmählich getrübt. Auch ihre Gruppe löste sich in diesem Zuge auf. Aufgrund von Georges Erfolg als aufsteigender Stern in der Drogenbranche gelang es ihm, die Aufmerksamkeit der spezialisierten Drogenpolizei auf sich zu ziehen. Obwohl er zu dieser Zeit auf der Flucht war, besuchte er seine Eltern, die noch lebten. Es war jedoch seine Mutter, die ihn an die Polizei verriet, die ihn später verhaftete. 26 Monate waren alles, was George in einem Bundesgefängnis in Danbury, Connecticut, absitzen musste. Wie es der Zufall wollte, hatte er Diego Delgado als Zellengenossen, der ebenfalls von Jordi Mollà gespielt wurde.
Dieser Typ war die Filmversion des echten Carlos Leder, des jungen Deutsch-Kolumbianers, der den Protagonisten in das allmächtige internationale Drogenhandelssystem namens Medellin-Kartell einführte. George brachte ihm auch alles über den Schmuggel bei und wurde von Diego sogar davon überzeugt, mit ihm in das Kokaingeschäft einzusteigen. Vielleicht haben Sie ihn schon als den dubiosen Captain Jack Sparrow oder sogar als den gefährlichen dunklen Zauberer namens Grindelwald gesehen. Beide Charaktere entstammen Fantasiewelten und wurden von Johnny Depp perfekt verkörpert. Hier sehen wir den weltberühmten Schauspieler in seinen Anfangsjahren, als er den berüchtigten amerikanischen Kokainschmuggler Boston George in den 1980er Jahren spielt. Diesmal ist der Film jedoch nicht völlig fiktiv, denn er basiert auf Ausschnitten aus dem Leben des echten George Jung. Tauchen wir ein in den biografischen Film unter der Regie von Ted Damm, der auch heutige Stars in ihren bescheidenen Anfängen wie Penelope Cruz, Franka Potente und die junge Emma Roberts zeigt. Der Film spielt in Weymouth, Massachusetts und verfolgt das Leben eines kleinen Jungen, dessen Familie finanziell nicht gut dasteht. Der Junge, George Jung, verbringt seine einfallslose Kindheit in einem Dunstkreis, in dem seine Mutter ständig an ihrem Mann herumnörgelt. Sein Vater, Fred, meldet Konkurs an und versucht, den jungen George davon zu überzeugen, dass Geld keinen bedeutenden Wert hat, dass es nicht real ist. George, der von Johnny Depp gespielt wird, zieht mit seinem Freund Tuna, Ethan Suplee, an den Strand von Kalifornien. Als junge Männer, die frisch von der Schule kommen, verbringen sie die Zeit ihres Lebens, als sie in die Partyszene eingeführt werden. Alles, was sie taten, war Frisbee spielen, Mädchen kennenlernen, die meist als Stewardessen arbeiteten, und trinken, bis er und sein Freund high waren. Zu dieser Zeit begann er auch mit dem Kiffen, was bedeutet, dass er mit dem Freizeitkonsum von Marihuana begann. Sie machten auch die Bekanntschaft einer Stewardess namens Barbara, die ihnen die Tür zu einer ganz neuen Welt öffnete. Durch sie lernten sie Derek Foreal, Paul Reubens, kennen, der ein seriöser Marihuana-Dealer war. Sie sollte auch bald die erste Liebe von George werden.